Hallo und herzlich willkommen zu Nikisa Talk. Mein Name ist Nicola Hemshorn und ich freue mich, euch zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. In unserer Sendung geht es heute um das Thema Selbstmotivation. In aller Munde ist ja auch ein großes und wichtiges Thema. Wir kennen das alle, man nimmt sich etwas vor, sei es privat oder auch beruflich. Und irgendwo auf dem Weg zum Ziel kommt man eben von diesem Weg ab. Macht nicht weiter, erreicht sein Ziel nicht. Woran das liegen kann und was man dagegen machen kann, darüber darf ich mich heute mit Philipp Blochmann unterhalten. Philipp, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Philipp, du bist High-Performance-Coach. Was bedeutet das ganz genau und wie bist du da hingekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also High-Performance-Coach zu werden, es war ganz einfach, es war eine Entscheidung. Basierend auf einer Frage, was ich eigentlich im Leben möchte. Ich habe sehr viel schon gemacht in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Länder, in unterschiedlichen Positionen. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, da ist doch mehr drin für mich. Was möchte ich eigentlich wirklich? Und mein Lebenszweck ist, anderen zu helfen und denen zu verhelfen, auf höhere Ebenen zu kommen. Und so bin ich auf das High-Performance-Coaching gekommen. Du hast gerade ganz viel gesagt, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Positionen und Berufe. Magst du uns so ein, zwei Beispiele geben, dass wir so eine kleine Vorstellung haben, worum es da ging, was du so beruflich selber für Erfahrungen gesammelt hast? Also Schwerpunkt habe ich immer auf Vertrieb gehabt, also mit Menschen und Verkauf in Bereichen Logistik, erneuerbaren Energien und auch in Sport. Ich habe in Spanien gelebt, in Barcelona, in Brasilien. Und die Ausbildung dann letztendlich in den USA gemacht. Ganz vom High-Performance-Institut sozusagen. Mhm. Ja, ganz schön rumgekommen. Und Vertrieb hat natürlich auch eine ganze Menge mit Motivation und Selbstmotivation zu tun. Richtig. Dennoch, du sagst, ja, dein Ziel war, anderen Menschen zu helfen. Und wieso hast du dich dann eben für diese Ausbildung, wie du sagst, in den USA zum High-Performance-Coach entschieden? Was ist besonders an dieser Ausbildung? Worum geht es da? Also ich habe mehrere Coaching-Programme und Coaching-Ausbildungen mir angeschaut und habe mich dann für die entschieden, weil dieses Coaching ein systematisches Coaching ist, was man ein ganzes Jahr lang machen kann. Und jede Coaching-Session ist ein unterschiedliches Thema. Das heißt, manchmal, wenn wir vieles machen wollen, dann müssen wir in anderen Bereichen auch coachen. Das heißt, Klarheit, Produktivität, Einfluss, Leadership, was möchte ich eigentlich, persönliche Freiheit, das sind alles Themen, wo manchmal eines dazu bewirkt, dass wirklich der Ball ins Rollen kommt. Und das ist das, was ich bei diesem System so gerne mag. Und was auch so erfolgreich ist. Ne? Ja, das hört sich schlüssig an. Ich kenne das auch. Ich bin ja auch systemische Coach. Finde diesen ganzheitlichen Ansatz eben auch sehr, sehr wichtig. Zum Thema Selbstmotivation. Das ist ja essentiell, aber gar nicht so einfach. Worum geht es denn da? Was sind denn so die ersten ein, zwei Punkte, die es braucht, um Selbstmotivation immer wieder aufbauen oder auch eben erhalten zu können? Ja, also Selbstmotivation, das ist wirklich ganz, ganz einfach erklärt, ist, ich habe Durst, ich stehe auf und ich erfülle das Bedürfnis, etwas zu trinken. Mhm. Das heißt, Motivation ist ein Treiber, der uns dazu bewegt, eine Aktivität auszuführen oder eine Handlung zu machen. Das heißt, etwas anderes zu machen. Wenn wir etwas haben, ein Bedürfnis, dann fangen wir an. Die Disziplin und die Gewohnheiten sind dann die, die uns dann langfristig dazu bringen, etwas zu erreichen. Das heißt, wenn ich sage, so, jetzt muss ich mich motivieren, was heißt das genau? Das heißt, die Frage ist, wofür muss ich mich motivieren? Wofür motivieren heißt, welche Ziele habe ich? Was möchte ich eigentlich erreichen? Zu welcher Art Mensch möchte ich mich entwickeln? Habe ich Klarheit, wie ich auftreten möchte? Habe ich Klarheit, wie ich in der Familie agieren möchte? Wie ich meine Kinder erziehen möchte? Habe ich Klarheit, wo ich in 5 Jahren sein möchte? Habe ich Klarheit, wo ich in 10 Jahren sein möchte? Habe ich die notwendige Energie, das zu erreichen? Das sind alle Dinge, die Themen, die damit zusammenhängen. Und ganz wichtig, dass diese Ziele uns sozusagen wie ein Magnet nach vorne pushen, ist, dass wir genau wissen, warum wir das machen wollen. Mhm. Das heißt, wofür, warum ist das wichtig für mich? Wir kennen ja das Phänomen, dass wir am 1. Januar und dann immer unsere Neujahrswünsche haben. Das heißt, dass wir sagen, so, 1. Januar, jetzt muss ich abnehmen, jetzt muss ich mehr schlafen, jetzt muss ich ins Fitnessstudio, jetzt muss ich ein neues Hobby anfangen. Und dann nehmen wir uns alles vor.
Und im Laufe der Zeit verlieren wir diese Motivation. Das heißt, wir kommen wieder in einen Alltag und kommen irgendwie nicht weiter. Das heißt, der Grund, weshalb wir uns motiviert haben, war nicht der richtige. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Ja, denke ich jetzt, ich muss das machen, weil alle im Januar irgendwie auf Diät gehen oder sonstige vernünftige Dinge tun? Oder mache ich das wirklich aus einer eigenen inneren Überzeugung? Und die Ziele, die du gerade angesprochen hast, das sind ja alles sehr High-Level-Ziele. Ja? Ja. Das sind ja Ziele, wo es um sehr Grundsätzliches im Leben geht. Aber es kann ja auch sein, dass jemand jetzt eben ein viel kleineres Ziel hat, zum Beispiel gesünder zu essen oder in einem Jahr das und das beruflich erreicht zu haben, die nächste Beförderungsstufe oder sich was eigenes, sich selbstständig zu machen oder dergleichen. In welchem Zusammenhang steht denn das? Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu diesem High-Performance-Coaching, ist, es ist eigentlich egal, in welcher Situation man ist. Jeder im Leben möchte mehr von dem Guten haben, möchte mehr Gesundheit, möchte mehr Zufriedenheit, möchte mehr Liebe, möchte bessere Beziehungen haben, möchte mehr Klarheit haben, möchte mehr Energie haben, mehr Selbstvertrauen. Das heißt, es ist ja auch direkt damit verbunden mit den Bedürfnissen. Was ganz wichtig ist zu der Definition High Performance, oft denkt man, und das ist auch die erste Frage, die ich beim Coaching immer mache, was stellt man sich eigentlich, was glaubst du, ist eigentlich High Performance? Mhm. Und erstaunlicherweise oft kommt an sich selbst arbeiten, besser zu werden. Das heißt, die Ziele, die man sich selber steckt, sind ja keine allgemeinen Ziele, sondern es sind halt eben individuelle Ziele, die die Personen sich setzen. Und da auf das nächste Level zu kommen, ohne aber, also jetzt nicht um irgendeinen Preis, denn High-Performance-Leistungssport ist eine Sache. Das heißt, dieses High-Performance, da soll das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Beziehungen nicht darunter leiden. Das heißt, nicht um jeden Preis. Das heißt, ein Charakter, man kann sich ändern. Man kann sagen, ich möchte ein besserer Ehemann sein. Ich möchte freundlicher werden. Ich möchte weniger Vorurteile haben. Es gibt ja mehrere Ziele, die man sich setzen kann. Und wenn man mal rumfragt, Ziele, ja, was denn für Ziele? Weiß ich gar nicht. Und die Wahrheit ist, man kann sich viele Ziele setzen, sowohl beruflich als auch privat. In meiner Erfahrung ist es ja häufig so, dass die Klarheit über die Ziele auch schon daran scheitert, dass die meisten Menschen sehr gut sagen können, was sie nicht wollen, aber doch eine größere Herausforderung darin sehen, mal genau zu formulieren, was sie denn wollen. Ja, ich möchte ein besserer Ehemann sein. Was heißt denn das? Wann bin ich denn ein besserer Ehemann? Ja, ich möchte nicht mehr das und das. Ja, was möchtest du denn anstatt dessen? Ja, ich gebe dann immer gerne Beispiele so aus dem Boot fahren, weil ich auch gerne Boot fahre. Wenn ich immer nur um die Boje, das will ich nicht mehr, rumfahre, ja, wenn ich da drauf gucke, dann fahre ich automatisch da immer im Kreis drumherum. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann kann ich eine Kursausrichtung vornehmen und kann dann darauf zusteuern. Ja? Aber du sprichst jetzt hier von Zielen, die man sich selber setzt. Nun gibt es aber ja in unserem Alltagsleben Ziele, die uns andere geben. Zum Beispiel, dass der Vorgesetzte sagt, das und das musst du bitte erreichen dieses Jahr. Wie geht man denn mit solchen Zielsetzungen um? Die müssen dann ja auch erreicht werden. Davon hängt dann schon eben auch der berufliche Erfolg ab, vielleicht sogar die Sicherung des Arbeitsplatzes. Wie sortierst du das ein? Ja, also wie gesagt, dieses langfristige Denken, das heißt Bedürfnisse, was möchte ich eigentlich erreichen? Das heißt, da ist so dieses Thema, dass man sich so ein bisschen aus der Komfortzone rauspusht. Das heißt, die Frage ist, warum machen Menschen bestimmte Dinge und warum machen sie sie nicht? In erster Linie, sie machen die um Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, zu wachsen, das Bedürfnis habe, zu lernen, das Bedürfnis habe, einen Beitrag zu leisten, das Bedürfnis habe, unter Menschen zu sein, dann muss ich mir natürlich auch Ziele stecken, die dann auch in diese Richtung hingehen, sodass man dann später dieses gute Gefühl hat. Denn das ist nämlich, was nochmal on top kommt. Welche Emotionen möchte ich denn empfinden, wenn ich dieses Ziel erreiche? Das heißt, wenn der Vorgesetzte sagt, das muss erreicht werden, dann in dem Moment, wenn man dann später es erreicht, den Lob bekommt, die Gehaltserhöhung, die Anerkennung, kann auch, manchmal ist das auch ein Bedürfnis. Ja. Ich möchte anerkannt sein, ich möchte, dass meine Arbeit anerkannt wird. Das heißt, das ist für jeden unterschiedlich und schwer generell zu beantworten. Wichtig ist, dass jeder Einzelne sich wirklich die Frage stellt, was will ich, warum will ich es und wie möchte ich mich
wie möchte ich mich in Zukunft dann auch fühlen? Das sind dann so die Treiber und dieser Magnet, wie ich vorhin gesprochen habe, der uns dann dahin pusht. Komfortzone ist ganz einfach. Warum entscheiden wir, bestimmte Dinge zu tun? Entweder wir tun es, weil es einfach ist. Na, und manchmal tun wir Dinge nicht, weil es schwer ist oder weil wir Angst haben vor Schmerz. Das heißt, wenn ich mich jetzt in einen Ameisenhaufen setze, dann werde ich natürlich viele Stiche haben und es ist wehtut und ich habe überhaupt nichts davon. Wenn ich mich aber jetzt in eine Badewanne setze mit Eis, dann ist das auch nicht angenehm und es ist schwer. Man muss sich konzentrieren, man muss atmen, die Haut brennt. Aber in 5 Minuten habe ich so viele Benefits, was meine Durchblutung betrifft, was meine Energie betrifft, was die Risiken von irgendwelchen Infektionen betreffen, dass ich dann langfristig gesehen einen Riesenvorteil daraus habe. Und dieser innere Schweinehund mit der Vision, das ist gut für mich, das sind die Dinge, die uns leiten müssen. Und da gibt es im Laufe auch des Coaching und viele Werkzeuge und Fragen, die man sich auch immer selber stellen muss, dass man on Kurs bleibt. Es gibt immer so mit dem Segelboot, das ist auch eine gute, wenn ich nichts mache, dann tümpel ich gegen den Wind. Ja. Wenn ich aber ein Ziel setze, dann kann ich mein Ziel auch erreichen. Und kann letztendlich natürlich dann auch sehen, dass ich mein Segel in den Wind stelle. Und dafür muss ich natürlich wissen, wie. Und da kann der Coach dann natürlich helfen. Also noch mal kurz zurück zu dieser Motivation, um eben auch diesen Schmerzpunkt zu überwinden, wo ich meine Komfortzone verlassen muss, wo es darum geht, eben auch etwas zu tun, was mir erstmal nicht behagt. Also zum einen nehme ich jetzt mit aus dem, was du gesagt hast, geht es darum, sozusagen die Vorboten der Freude schon mal wirklich emotional in sich aufzunehmen, schon mal zu spüren, wie gut sich das anfühlen wird, wenn man eben diese Beförderung erhält, Anerkennung erhält oder eben das erreicht hat, was man gerne erreichen möchte. Und zum anderen jetzt eben auch fremdgesetzte Ziele unterzuordnen oder in Bezug zu setzen zu übergeordneten eigenen Zielen. Zum Beispiel, ich möchte gerne erfolgreich sein, dafür muss ich jetzt diese blöde Aufgabe erfüllen. Aber weil ich sie im Kontext sehe, also in einem größeren Kontext sehe, bin ich dann eben auch wieder motiviert. Ja? Richtig. Okay, jetzt haben wir also eine tolle Zielsetzung. Wir haben das ganz klar definiert. Der Mensch weiß ganz genau, das möchte ich. Er weiß auch, warum er das möchte. Und bringt eben alle diese Dinge mit ins Spiel. Dennoch kommen Leute ja dann doch wieder vom Weg ab, sind demotiviert. Vielleicht geht mal was schief oder so. Ja, wie schafft man das, dran zu bleiben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dranbleiben tut man, indem man jeden Tag immer ein bisschen macht. Das heißt, wenn man sich die Ziele setzt, das ist eine Entscheidung. Aber der Weg dorthin und dieses immer klar zu haben, welches dieser Weg ist, warum ich das mache, da ist auch eine enorme Arbeit notwendig im Gehirn. Das heißt, mit unseren Gedanken. Das geht dann sehr in Richtung Neurologie und auch Neuroplastizität. Mhm. Denn meistens ist es ja so, wenn ein Auto kaputt ist, machen wir einen Kofferraum oder machen wir die Haube auf und gucken, ja, okay, hier fehlt Öl. Oder wenn wir uns ein Bein brechen, dann kommt ein Gips. Aber was ist im Gehirn? Die Gedanken, die man hat. Da ist wirklich sehr viel Arbeit zu leisten, denn das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Und das Gehirn müssen wir ebenfalls trainieren. Ein Gehirn ist wie so ein Rechenzentrum und Input ist gleich Output. Das heißt, wenn ich nicht die richtigen Fragen stelle, wenn ich nicht die richtigen Entscheidungen treffe, wenn ich nicht unterschiedliche Dinge aussuche, dann geht auch eben der Rest normal weiter. Und gerade die Fragestellung ist das Allerwichtigste, was uns helfen kann, diesen Kurs dann auch zu halten. Denn dass wir Hoch und Tiefs haben, das ist vollkommen normal. Jeder hat das. Wir müssen ständig immer irgendwie anpassen. Und die Fähigkeit, wo man was anpassen muss, dass man schnell wieder rauskommt, das sind die Gewohnheiten, die man sich aneignen muss. Ne? Wir haben normalerweise, um das jetzt noch mal als Beispiel zu erklären, ca. 70.000 Gedanken am Tag. Und meistens sind es dieselben Gedanken. Das heißt, wir stehen auf und es ist alles schon ein Automatismus. Wir machen den Wecker aus, wir machen uns einen Kaffee, gehen duschen, bringen die Kinder in die Schule, lesen die E-Mails, dann trinken wir noch einen Kaffee, dann essen wir Mittag, dann kommen wir nach Hause, dann gucken wir noch Netflix oder sonst irgendetwas und dann gehen wir ins Bett. Das heißt, es ist eine Routine. Das Gehirn müssen wir auch trainieren, wie ein Muskel, wenn wir im Fitnessstudio wollen. Und dafür müssen wir auch unterschiedliche Dinge machen und aufpassen, welche Gedanken wir haben, welche Emotionen wir haben, was ja das Thema auch war. Ne? Habe ich Gedanken, die
mich dazu bringen, negative Emotionen zu haben, positive Emotionen, habe ich Gedanken über Dinge, die ich kontrollieren kann oder nicht kontrollieren kann. Und wenn ich da aufpasse, kann man schnell die Motivation verlieren. Mhm. Ja, du sprichst diese Gewohnheiten an. Diese Gewohnheiten gibt es ja sozusagen auf zwei Ebenen. Einmal, was du gerade beschrieben hast, so im Tun, aber ja auch die Gewohnheiten in unseren Handlungsautomatismen, beziehungsweise es fängt ja schon damit an, dass wir Dinge wahrnehmen oder eben nicht bewusst wahrnehmen, schlichtweg aufgrund unserer Vorerfahrungen eben, ne, da sind wir bei der Neuroplastizität, bei der Veränderbarkeit des Gehirns. Zunächst haben wir ja alle sogenannte neuronale Netzwerke angelegt und die helfen uns so durch den Tag mit ganz vielen Automatismen zu navigieren. Das ist ja auch eine super Sache, sonst müsste man ja viel zu lange nachdenken. Mhm. Aber wenn ich jetzt was ändern will, dann muss man, wie du sagst, diese Gewohnheiten durchbrechen und eben nicht nur in dem, was man tut, sondern auch ja, irgendwie achtsam sein, aufmerksam sein, was man denkt und wo man seine Gedanken hinlenkt. Ja, bist du damit einverstanden? Komplett einverstanden. Ein simples Beispiel mit einer Frage. Mhm. Wenn ich gerade in einem Tief bin oder gerade Schwierigkeiten habe und ich frage mich, was ist nur los mit mir? Warum passiert mir das? Mhm. Dann wird das Gehirn genau nach diesen Antworten auf diese Frage suchen. Mhm. Dann heißt es, du bist faul, du hast das nicht gemacht, hier hast du einen Fehler gemacht. Und das sind natürlich Emotionen, die sofort dann uns runterziehen. Wenn ich aber allerdings frage, das war jetzt nicht so gut, was kann ich daraus lernen? Ja. Wie kann ich das besser machen? Wer kann mich dabei unterstützen? Was fehlt mir noch, um dem Ziel näher zu kommen? Dann sucht das Gehirn ebenfalls nach Antworten, die natürlich wesentlich positiver sind und mich nach vorne bringen. Mhm. Denn die Vergangenheit, die können wir nicht ändern. Aber was alles noch vor uns ist, das können wir in der Gegenwart bewirken. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir dieses tagtäglich sehen. Denn irgendwann wollen wir ja zurückschauen und sagen, wow, das habe ich alles erreicht, habe ein tolles Leben gehabt, ein erfülltes Leben gehabt. Und ich glaube, jeder würde sich das wünschen. Die Sache ist halt eben die Disziplin, immer weiter dazuzulernen. Denn Teil dieser Neuroplastizität ist, dass man auch ständig dazulernt, dass man sich weiterentwickelt. Mhm. Ja, und zwar auf eine bewusste Art und Weise. Richtig, weil Veränderung ist die einzige Konstante, das passiert eh. Aber sind wir da so Spielball der Umstände und dann passiert das so? Oder sind wir da bewusst unterwegs und steuern das Ganze? Ja. Mhm, auf jeden Fall. Nun gibt es ja doch die Möglichkeit bei all dem, also du sagst diese Fragestellung, ich eben eher zu fragen, was kann ich aus einem Fehler lernen? Ja, also der sogenannte Growth Mindset ist damit, denke ich auch, oder das passt gut dazu. Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die all das machen oder eben auch gar nichts davon, die irgendwie gar nicht in Bewegung kommen. Die sitzen auch im Coaching und ja, super, alles tolle Ideen. Ne? Man macht dann auch so, was sind erste kleine Schritte in der Umsetzung etc. Und dennoch passiert da nichts. Da ist irgendetwas dahinter. Wie gehst du dann damit um? Ja, also da ist halt die Sache ist, wenn Leute, die wissen zwar, was sie wollen, kommen aber nicht hin, weil manchmal auch Konflikte sind zwischen Werte und Bedürfnissen. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Bedürfnis irgendwo in einem Job ist und man hat aber das Bedürfnis Sicherheit und ich bin in einem Job, wo ständig Unsicherheit ist, dann stehen diese Bedürfnisse mit dem, was ich machen muss und das, was ich eigentlich im Leben erreichen möchte, im Konflikt. Mhm. Nach welchen Werten möchte ich leben? Wenn zum Beispiel ein Wert von mir ist, weiß ich nicht, nicht zu lügen. Mhm. Und ein Freund fragt mich, jetzt kannst du mal, sag das bitte nicht weiter und so weiter, dann habe ich einen Interessenskonflikt und habe keine Klarheit darüber. Das heißt, letztendlich von der Erfahrung liegt es meistens in der Klarheit, was man eigentlich will, aber auch in der Courage, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Das heißt, oft, wenn man nicht weiterkommt, befindet man sich eher in der Opferrolle. Das heißt, dass erstmal andere schuld sind, bevor man an sich selber arbeitet. Das heißt, Grundvoraussetzung, um wirklich aus diesem Loch rauszukommen oder sich zu motivieren, ist wahrzunehmen, wo man ist. Und dann selber mit dem, was man kontrollieren kann, an sich selber arbeiten, rauszukommen. Denn wir wollen ja die beste Version von uns selbst leben und nicht von anderen. Das heißt, wenn man sich von diesem loslösen kann, die Politik oder die Situation oder das Wetter, nee, die Arbeit liegt bei mir, nicht bei den anderen. Mhm. Das ist der entscheidende Schritt, um da rauszukommen. Mhm. Also der ist nicht einfach, aber
Aber es gibt einen Weg. Ja? Man muss ihn dann halt eben auch gehen. Und auch da, dass da ne, ist die Selbstmotivation wichtig für. Ich glaube, was du auch damit meinst, ist ja sozusagen dieses Zusammenspiel von Bewusstem und Unbewusstem. Ja? Wir haben ja zwei Steuerungssysteme. Das eine, das bewusste Steuerungssystem, ist eben auf Gedanken, auf Gelerntem basierend. Das geht so logisch Schritt für Schritt vor. Und das entscheidet dann von, ja, ich mache jetzt eine Diät. Oder ja, ich arbeite jetzt ganz hart für meine nächste Karrierestufe. Und dann gibt es das System 2, was eben auf Emotionen, auf Vorerfahrungen basiert, was eben auch parallel arbeitet, also assoziativ in alle möglichen Richtungen gleichzeitig und was wir auch nie so wirklich ausschalten können und deswegen natürlich deutlich schwieriger zu kontrollieren ist. Und ich glaube, was du eben auch vielleicht meinst mit Werten und Bedürfnissen ist, wenn das nicht im Einklang ist, ja, dann gibt es natürlich so einen inneren Konflikt und kommt man in so eine innere Pattsituation. Also das dann noch mal zu ergründen. Was ich aber auch meine, ist so dieses Phänomens, wir nennen das ja sekundärer Mehrwert. Also jemand macht etwas, wo er eigentlich intellektuell ganz klar sagt, nee, das will ich nicht machen. Ja? Aber man könnte annehmen, dass es ein Verhalten ist, das diese Person vor etwas schützt. Ja? Weshalb der sich so ein bisschen selbst boykottiert. Kennst du das sicherlich auch aus deinen Coachings? Wie gehst du damit um? Wie gehst du daran? Fragestellung, herausfordern, kleine Ziele setzen und dann auch von außen versuchen zu beeinflussen. Das heißt, wenn jemand, wir haben ja von Veränderung und Entwicklung gesprochen, alles im Leben ist Veränderung und Entwicklung. Das heißt, im Leben gehen wir durch bestimmte Phasen durch, die zu einer Entwicklung letztendlich beitragen. Die erste Phase ist, wir wollen einfach nur essen und trinken. Und ein Dach über den Kopf. Die nächste Phase ist dann Gemeinschaft, also dass man unter Leuten ist und so weiter. Die nächste Phase ist, ich will Anerkennung haben. Die nächste Phase ist, ich muss nach irgendwelchen Regeln leben. Das sind dann meistens Gruppen, Communities oder sonst irgendwas. Das sind unterschiedliche Phasen. Das heißt, manchmal, wenn welche stagnieren, muss man irgendwie schauen, dass die bei rauskommen. Man muss selber wollen. Um die rauszuholen, ist die beste Art und Weise, vorbildlich zu leben. Das heißt, positiv versuchen zu beeinflussen. Positiv versuchen, die Gedanken woanders hinzubringen. Positiv versuchen, die Fragestellung ein wenig Wumm zu finden. Dass diese Breakthroughs und diese Aha-Effekte kommen. Dass man anders denkt. Ne? Denn letztendlich, wenn man ein anderes, wenn man etwas anderes erreichen möchte, oder wenn man etwas anderes sein möchte, dann muss man meistens auch etwas anderes machen. Und da müssen wir sie dann irgendwie hinkriegen, dass sie auch mal was anderes probieren. Und dieses andere Probieren, das ist auch ein entscheidender Punkt. Meistens machen bestimmte Leute nicht, weil sie Angst haben. Und Angst vor dem Prozess, Angst vor Demut, Angst, dass es zu schwierig wird, Angst, dass man ausgelacht wird. Und da ist dann immer diese Bremse und dieses Selbstvertrauen dann aufzubauen, dass man das auch macht mit dem Growth Mindset. Das ist kein Problem, ich kann ja nur davon lernen. Das ist die Art und Weise, um uns selber, aber auch anderen zu helfen, sich zu entwickeln, zu wachsen. Ja. Denn Leben ist Entwicklung, Leben ist Wachstum. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, umso mehr wir wachsen, desto zufriedener und glücklicher sind wir auch. Ich arbeite in diesem Punkt immer auch gerne mit den Persönlichkeitsanteilen. Ja, wir entwickeln ja alle Strategien vom ersten Atemzug an, die uns Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit verschaffen. Und zum anderen eben Strategien, die dem entgegenstehen, dass wir ausgestoßen oder abgelehnt werden. Ist ja auch essentiell für uns. Als Baby werden wir ja sonst völlig hilflos. Diese Strategien können ja aber dem erwachsenen Menschen manchmal ganz schön im Weg stehen. Und ich finde es immer spannend, da mal hinzugucken. Wann hast du das gelernt, das so zu machen, wie du das jetzt machst? Ja? Wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Ja? Und wenn der Mensch dann erkennt von, ah ja, stimmt, das war mal eine gute Strategie in der Familienkonstellation oder in der Grundschule oder wo auch immer, ja, so meistens natürlich eben eher frühere Erfahrungen im Leben, weil die so deutlich prägend sind, dann erkennt so ein Mensch dann häufig, ey, das bringt mir ja gar nichts mehr. Das ist ja gar keine gute Strategie. Und dann daran weiterzuarbeiten von, okay, du hast ja ganz viele Persönlichkeitsanteile sozusagen entwickelt, so Aspekte, ne, also Charaktereigenschaften könnte man das ja auch nennen. Welche hast du dann da nicht entwickeln können in dem Umfeld? Um dann auf der Ebene da noch mal ranzugehen, zu sagen von, okay, wenn ich das hätte.
ja, dann könnte ich in die Richtung gehen und da auch wieder mit diesen Vorboten der Freude zu arbeiten. Genau, hätte aber wann ist ja immer in der Vergangenheit. Ne? Und das Coaching ist wirklich auch, Strategie kommt ja auch noch dazu, ist ein ganz interessantes Thema, geht ja mehr, wo will ich denn sein? Ja. Wer möchte ich denn sein? Wo möchte ich denn hin? Das heißt, sich von der Vergangenheit abzulösen und sich anzupassen, umzustrukturieren. Bevor ich mit der Strategie allerdings dann, sage ich jetzt mal, die Strategie dann einsetze, plane oder sonst irgendwas, gibt es noch zwei Punkte davor, die auch sehr wichtig sind, ob ich das umsetzen kann oder nicht. Und das andere ist erstmal mein Energiestadium sozusagen, also State. Ne? Wie gehe ich? Wie kommuniziere ich? Gehe ich aufrecht? Lache ich? Lache ich nicht? Bin ich gedruckt? Bin ich faul? Das heißt, mache ich Sport? Schlafe ich genug? Trinke ich genug? Das sind alles Sachen, die unseren Körper finden. Denn wir haben ja eigentlich nur einen Ort zum Leben hier auf der Welt, und das ist unser Körper. Und wenn wir auf den nicht aufpassen, dann haben wir auch wenig Energie. So, das ist erstmal das Erste. Wie trete ich auf? Das Nächste ist, welches ist meine Geschichte? Woran glaube ich? Welche Glaubenssätze habe ich? Ja. Glaube ich, dass es möglich ist oder glaube ich, dass es nicht möglich ist? Glaube ich, dass ich dazu fähig bin oder glaube ich, dass ich nicht fähig bin? Wenn ich das erstmal alles abgerundet habe, dann kann ich mit voller Selbstbewusstsein eine Strategie, einen Plan, die Ziele setzen, um dann letztendlich ein erfülltes Leben zu fühlen und immer motiviert zu sein. Ja, super spannend, Philipp. Wir könnten uns noch stundenlang darüber unterhalten, da bin ich mir ganz sicher, und hätten noch ganz, ganz viele weitere spannende Aspekte. Aber wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Insofern danke ich dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Danke. Und hoffe, dass wir diesen spannenden Austausch noch mal fortführen können. Und ja, kann mich auch hier nur verabschieden, bedanke mich für das Interesse. Und ja, schreibt auch gerne mal, ob es ein bestimmtes Thema gibt, das ihr in diesem Rahmen mal besprochen habt. Haben wollen würdet. Ich wünsche euch allen alles Gute und bis zum nächsten Mal.